Hallo, Angsthasen. Und willkommen zu einem neuen Let's Play von Phasmophobia mit Game Dirty. Hallo, und wer ist denn Angsthase? Ja, ich. Alex. Ich auf jeden Fall. Ich habe immer die Hosen voll. Und Dancing Space Potato, meine Güte. Hallo. Hallo. So, ich habe hier EMF mit und Bewegung. Hier, Ziel Nummer 2. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ich mach das mit der Kerze. Ich habe Bewegungssensor. Christian. Nee, ich habe die Temperatur. Ich nehme erstmal Salz und Temperatur mit. Temperatur ist ja keine Aufgabe hier. Also ist ja. Was? Nee. So, geht los. Leine los, auf, Karl. Auf. Hat jemand den Schlüssel mit? Ja, Mann. Das nächste machen wir das Haus hier profimäßig so. So Profi. Profihaus. So Profi. Profi. Hier war die Tür offen. Aber hier ist nix. New York nischt. Hier sind 12 Grad. Aber ach so, Heizung müssen wir anmachen. Ach so, ja, dann mach mal los. Denke ich mal, wa? Die ist wahrscheinlich Garage, ne? Garage, ne? Ja, ich geh mal. Garage oder Keller? Ich glaub Garage. Oder? Ne, ich glaub Keller. Doch Keller. Ja, komm, dann gehen wir in den Keller zum Lachen. Da ist dann auch wahrscheinlich Strom, oder? Strom gleich Heizung. Ja. Hat er angemacht. Hier im Keller sind 12 Grad, 13. Hier ist ein Journal, was hier liegt. Hier hängt ein merkwürdiger Fliegenfänger. Und sonst ist hier eigentlich alles ein Schaukelstuhl, ein gruseliger. Und eine Matratze ist hier. Ich habe eben EMF-Aufschlag. Wo denn? Hier im Zimmer. Ja, hier ist auch 10 Grad, 8 Grad. Oh ja, 9. Ich hatte hier vor gerade 8 Grad. Ja. Hier auf der Seite. Hier. So. Ja, hier habe ich gerade 6 Grad. Wenn du da halt mal in den Raum reingeht. Oh, guck mal, hier sind 6 Grad, 8 Grad. Da in dem Raum war es nicht so doll. Hier waren so 5, doch, 5,5. Aber eher beim Reingehen. Ich hatte hier in dem. In dem kleinen Zimmer hier neben? 14 Grad. 3 Grad hier vorne im Flur jetzt. Alles klar, dann ist es eher im Flur. Würde ich sagen. Oder ein laufender. So. Ich komme wieder, keine Frage. Wir haben Spur. Sehr gut. Sehr gut. So, dann Kerze. Kerze. Wo denn Spur? Ach so, da direkt. Ich stell den mal hier so hin, mitten dahin. Ich hab Buch und Doddy. Doddy habe ich auch in der Hose. Ja, das hat man doch immer bei dem Spiel, oder? Noch nicht immer, aber immer öfter. Ich habe jetzt auch noch einen Dot mit und ich nehme eine Kamera auf Stativ noch mit. Hat Frost gehabt. Habt ihr den Bewegungsmelder ausgelöst, oder? Ne. Hat die Kerze ausgepustet. Aha. Ich muss doch mal sagen, dass ich ins Buch schreiben soll. Halb ins Buch. Oh. Halb ins Buch. Hä, ich drück doch F. So, jetzt aber. Redet er mit allen oder nur mit einem? Mit allen. Okay. Hat da jemand eine Geisterbox mit? Ich hab eine. Bleibst du kurz mit drin, Christian?
Ja. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Vielleicht doch da drin? Nobody knows. Bist du hier? Der hat mit mir gesprochen. Wo denn? Next to me. Mhm. Ja, es ist. Er war im Kinderzimmer da. In diesem, ja, ist er im Kinderzimmer, das kann sein, ne? Und dann ist er nur immer in den Flur gelaufen oder was? Ich habe keine Ahnung. Er hat die Kerze ausgeblasen und er ist auch durch den Flur gelaufen. Also. Also Geisterbox positiv. Geisterbox ja. Positiv. Gut. Ich mag die Box nicht. Dots weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Er ist da jetzt häufig durch diesen Bewegungsmelder gerannt. Du hast ja den Bewegungsmelder hast du genau so gesetzt, dass er vom Kinderzimmer in den Flur läuft, ne? Ja. Ah, ist jetzt die Frage, ob ihr da. Jetzt ist schon wieder ausgelöst und nichts zu sehen in den Dots. Also alles gut, Dots weg. Ah, das hatten wir vorhin aber auch mal beim. Das hat länger gedauert, bis er da. Ja, bei dem letzten Geist hatten wir das auch, dass der nicht sofort sichtbar war. Okay. Na gut. Was können wir noch machen? Wollen wir einen EMF noch weiter vorne hinpacken? Können der wir. Der bei einem. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich den hingepackt habe. Können wir. Ich kann auch noch einen Bewegungsmelder mitnehmen und ich nehme noch so einen Audiosensor mit. Habe kein Problem mit. Oh, warte mal. Hier, ja. Ich nehme mal. Ja, ich komme mit dem Kruzifix, ne? Ich habe Orbs. Sehr gut. So. Okay? Ja, geht los. Kann das sein, dass er die Heizung wieder ausgeschaltet hat? Na, weiß ich nicht. Warum? Das ist extremely dunkel. Okay. Achso, wir wollten die Dots mitnehmen, ne? Oder? Nee. Wo ist denn hier ein Lichtschalter? Ich finde hier keinen Lichtschalter da. Ah ne, Licht hat er doch an. Also Orbs sagst du. Wir haben minus 7,9. Orbs, Gefrierentemperaturen ist ein Onryo. Keine Dots. Dots wären egal. Geisterorbs, Geisterbox, Gefriertemperaturen. Ja, dann haben wir es. Dann haben wir es schon. Mensch, sind wir schnell. Jetzt müssen wir nur noch dem Geist entkommen während einer Jagd. Christian. Nee, ich habe da zwei Taschenlampen investiert. Haha. Ich gehe noch mal rein und räuchere noch mal mit ihm. Um einfach nur zu stänkern. Komm, wer kommt mit? Christian. Oh, warte, ich habe das Feuerzeug, ich Idiot, fallen lassen. So. Ach, da kann mir ja nichts passieren in solcher Begleitung. Nein, kann dir auch nicht. Aktivität ist eh null. So. Jetzt ärgern wir dich noch mal. Robert Jones. Robert Jones. Call me Mr. Jones. Ja, wir haben's doch. Aber ihr wollt unbedingt noch entkommen bei einer Jagd, ne? Pass auf. Nee, eigentlich nicht. Dann nehme ich unbedingt nochmal. Dann nehme ich ein Stativ und stelle das in die Tür. Das hat vorhin auch nicht geklappt. Doch, das hat wunderbar geklappt. Mhm. Bis die Tür dann trotzdem zugeht. Das ist ja was anderes. Vielleicht muss man sie wirklich richtig in die Tür stellen. Nee, das ist vor die Tür. Guck mal, so ist doch in der Tür, oder? Bin ich doof? Ah, nicht wirklich, ne? Roberto! Roberto Blanco! Roberto Jones! Guck mal, so ist er doch voll in der Tür. Es verhält sich relativ ruhig. Ist jetzt auf Null. Robert Jones. Warum stehe ich hier alleine? Weil du doch in der Tür stehst. Stell dich mal nicht so an. Ich hole nur ein Fotoapparat, damit man dich fotografieren kann, wie du da
Also er ist zumindest halt. Was ist er? Hinten läuft er die ganze Zeit. Ich glaube, er läuft von dir weg. Musst du noch mal sprechen, Alex. El Roberto, wo bist du? Kommst du zu mir? Ich habe Kekse und Kaffee. Oder Christian. Was ist los? Warum kommst du nicht? Roberto, wo bist du? Kommst du zu uns? Wir wollen dich jagen. Warum bist Roberto. Du nicht mehr mein Freund? Ist null. Robert, komm nach Hause. Alles null. Sag mir deinen Namen. Wir haben Angst vor dir. Drei. Wir haben Angst, 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 Angst. Panik. Hose voll. Robert. Was bist du? Zeig dich. Oh, die Tür. Habe ich jetzt auch fotografiert. Ja, wunderbar. Aber das. Also er war im Schrank, oder was? Ja, scheinbar. Robert! Robert! Robert, räum deinen Schrank auf. Heißt er überhaupt. Heißt er Robert? Ja, ne? Ich weiß das gar nicht. Das sagen wir die ganze Zeit. Ich gucke. Robert Jones, ja. Robert Jones. Mr. Jones, bitte einmal herkommen. Vielleicht könnt ihr nochmal die Fußspuren fotografieren, da haben wir noch 0 Sterne. Ich lasse dir den Vortritt. Ich komme aber mit. Komm. Ist aktuell 0. Oh, meine Kamera ist auch alle. Ha. So, ich habe Fotos gemacht. So, dann gehe ich wieder raus. Ohne Kamera kann ich da eh nichts ja, ausrichten. Und wir wissen auch, was es und ist. Wir wissen doch, was das ja, ist. Ja, wir Robert spielen jetzt nur rum und Robert will nicht auf uns beide reagieren, weil wir, weiß ich auch nicht, warum nicht. Guck mal, wie er ist gerade mal bei 2 gewesen. Er will uns nicht jagen. Ist er schwerhörig oder so? Ja, mag sein. Ich finde, wir locken Robert ein und... Guck mal, jetzt ist er auf 3, wo wir weg sind. Ja. Ich guck mir nochmal die Fotos an. Guck mal, die Interaktion, dafür haben wir beide Punkte gekriegt. Das ist doch schön. Für die Fußspuren nicht. Also für die Fußspuren gibt es halt keine. Da musst du, glaube ich, immer 2 auf einem Bild haben. Aber da ich ja das Salz relativ weit auseinander gemacht habe, geht das nicht. Ja. Ist auch egal. Ja. Habt ihr eingeloggt? Hat er. Ja. Hat er. Super. Leinen los. Gibt jetzt nicht. Ja, easy, ne? Ja, aber ja, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 80. Liebe Leute, wenn ich. 90. Ehrlich? Krass. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, ein paar Spieletipps und Kommentare und natürlich auch ein Abo. Bis dahin.